All I wanted was to save my brother. To just bring him back. Or maybe I really wanted to return to the past. To return to those happier times and stay there forever. I wish I had someone I could cross to the other side with. At least you have father. I don't have anyone. I'm alone. I hated you for the longest time, but now I get it. Don't go. Please. I won't. I'm not going anywhere. Okay. Das Ende ist wohl mit Yuri. Tagebuch mit Wassermuster. Noch ein Stückchen weiter. Sie wartet auf mich. Ich war mir nicht ganz sicher, wann ich gehen sollte, aber es hat sich mir offenbart. Irgendwann musste ich diesen Weg einschlagen. Jede zukünftige Stütze muss den Zeitpunkt selbst wählen. Um ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Ich werde eine Stütze sein, ich werde mich in den Sarg legen, in unendlicher Einsamkeit werde ich weiterhin die Schmerzen aus den Visionen in mich aufnehmen. Ich werde zu Untoten, zu einer unsterblichen Blume. Ich werde für alle Ewigkeiten durch das schwarze Wasser fallen, das ist meine Pflicht. Alle Tode, alle Geheimnisse, aber wer würde Geheimnisse einer Priesterin in sich aufnehmen? Meine Geheimnisse... Zur Quelle der Schatten.
you've made it here. To the Shadow Spring. There's no need to be scared. Join me in the Black Water. Hurry while I last. Before the Black Water overflows once more. Endkampf war. Alles gut? My duty.
wanted to live my life by his side. However, the person I want to die with is you. We share the same pain. We can descend into the darkness together. You are not alone.
Was für ein Bullshit, jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, ich meine, es gibt verschiedene Endings, das weiß ich schon, aber dass man jetzt auch das jetzt hier nicht wirklich erklärt wird. Also, was zum Teufel ist überhaupt passiert? Also, jetzt haben wir gerade das wieder gesehen, wo Yuri springen wollte und diesmal ist sie gesprungen. Ich verstehe das gar nicht mehr. Ich komme da gar nicht mehr durch. Was ist jetzt mit Ren passiert? Lebt er noch? Müsste. Oder was ist mit ihm passiert? Das erfahren wir alles gar nicht. Oder was ist jetzt mit Mio? Okay, was mit ihrer Mutter? Das frage ich mich eher. War das alles nur ein Traum oder ist ihre Mutter jetzt wieder verschwunden? Und hätten wir vielleicht bei Ren doch das andere Bild auswählen sollen? Ich weiß nicht, ich habe halt jetzt nur daran gedacht, was uns das Spiel halt gesagt hat, dass wir halt diesen Büschel weiße Haare mitnehmen sollen. Weißer Kimono ist jetzt für Yuri verfügbar. Meine Brille ist jetzt für Yuri verfügbar. Mios Zubehör ist jetzt verfügbar. Schmetterlingsobjektiv kann nun benutzt werden. Albtraumschwierigkeit wurde freigeschaltet. Die geheime Episode Fremder im Regen ist jetzt verfügbar. Was ist das? Oh Gott, es geht noch weiter. Weiß nicht, sollen wir das spielen, Leute? Weil das Ding ist, ich glaube, das hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Ich glaube, das ist eine komplett andere Story. Weiß nicht, sollen wir das spielen? Wir können es ja mal machen. Mal gucken, ich weiß noch nicht wann. Jetzt will ich aber erstmal hier den Zubehör angucken, was es jetzt hier gibt. Okay. Ganz viel mehr. Muss aber auch dazu sagen, es gibt ja auch noch und hier die Brille. Kann man hier auch irgendwie zoomen? Ne, kann man anscheinend nicht. Ren gibt's gar nichts anscheinend. Ren hat sowieso super wenig Sachen. Guck mal hier, The Tormented. Heißt es dann, dass Mio auch im dritten Teil schon vorkam? Weil The Tormented heißt nämlich, hier. Tormented ist nämlich der dritte Teil. Ach Gott, süß. Und ein Katzenschwanz natürlich. Ja, ist das süß. Okay. Auch wenn der Schwanz ein bisschen da drin backt. Ja. Okay, war ganz witzig. Komische Story irgendwie. Also, im Grunde habe ich das jetzt so verstanden, dass quasi, wenn man da heiratet, kann man sich quasi zusammen in so eine Kiste und dann hält man quasi dieses schwarze Wasser auf. Und dann gab es ja dieses Mädchen, was quasi mit diesem Asso mal quasi befreundet war. Aber sie musste dann auch geopfert werden. Warum, weiß ich nicht. Und er, also quasi war er dann nicht mehr da und sie hoffte aber auf seine Rückkehr und hat dann quasi beim Ren den Asso gesehen. Was ist eigentlich mit Rui? Das frage ich mich jetzt gerade. Lebt die noch? Schon gesagt, man hat sie ja nicht mehr gesehen. Ayane. Was ist denn Ayane? Wer ist das? Wer ist Ayane? Das ist ja, die sieht... Ayane, der Name kommt mir bekannt vor. War das nicht... Hieß denn das nicht sogar jemand aus Dead or Alive? Naja. Wie fand ich es jetzt... Wie schon gesagt, das habe ich schon mal angesprochen, ich finde es durchschnittlich, ne? Ich finde es jetzt nicht stark aufgebaut, dass man immer wieder zu den gleichen Orten hinläuft, nur um dann immer was anderes zu machen. Vor allem, wie oft man einfach nur Leute finden muss, das ist... Ach Gott, hier auch wieder. Ja... An sich war es schon interessant und auch, wie schon gesagt, das Kampfsystem finde ich ja echt ziemlich cool. Und wie schon gesagt, wenn sie jetzt die anderen Teile, also die ersten drei und vielleicht den vierten, mal gucken, der ist ja nie in Japan erschienen, mal irgendwie mal neu rausbringen würden, würde ich die natürlich auch spielen. Ja, habe ich voll Bock drauf. Und ich habe auch eine Frage, ist die Miko, also die Mutter von Mio, nicht sogar aus dem ersten Teil? Also ich weiß zumindest, dass es im ersten Teil jemanden namens Miko gab. Ob sie jetzt die Person direkt ist, weiß ich jetzt nicht.
Es könnte aber gut sein, wie schon gesagt. Ich glaube auch Mio. Allgemein, Yuri kommt mir auch sehr bekannt vor. Ist Yuri aus dem zweiten Teil? Ich weiß es nicht. Also zumindest kann man mit Yuri das Kostüm anziehen und mit Mio auch. Aber Mio und Yuri sind ja keine Schwestern. Und ich meine, es waren ja Schwestern im zweiten Teil, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Wenn ihr mehr über das Franchise wisst, wahrscheinlich wisst ihr eh mehr als ich über das Franchise, könnt ihr es mir gerne schreiben. Naja, das war's. Ich weiß nicht, ob ich das noch spiele. Vielleicht schon. Aber eigentlich finde ich das halt auch doof, weil ich finde eigentlich das Let's Play ist eigentlich abgeschlossen. Was auch immer das ist. Aber mal sehen, vielleicht werde ich das auch noch spielen. Seid gespannt, vielleicht geht er mit Fatal Frame weiter. Naja, aber bis dahin ist es eigentlich zu Ende. Dann sehen wir uns bei was anderem. Und ciao.